Hey Skatfreunde, ich habe viel um die Ohren im Moment, aber eine Runde Rocket am Dienstagabend, die lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Schlag die Meerjungfrau, es ist wieder soweit. 12 Spiele, Masken-Jackpot und ihr seht es hier, alle haben sich ein wenig verkleidet, aber ich habe keine Ahnung, wer sich hinter dieser Maskerade verbirgt. Meine Strategie ist es ja auch, wenn dann den Avatar ab und zu mal zu wechseln, sodass keiner was daraus ableiten kann. Erstes Spiel, ich habe 3 Asse, ich habe einen schlappen 4-Trümpfer in Herz hier, aber natürlich kein Trumpf volles, nur den Karo Buben, auch keine 10. Also 30 ist es mir hier allemal wert. Einmal prüfen, ob Mittelhand wirklich was hat. Dann allerdings strecke ich hier die Waffen, denn je höher das Reizgebot, desto geringer werden meine Chancen. Wenn ich bei 33 oder so rankomme, dann oder höher, dann kann ich mich natürlich auch umso leichter schon mit dem Herzbuben totfinden. Also das Chancen-Risiko-Verhältnis wird immer schlechter, je höher die Reizung. Von daher kein Bedarf, das Spiel jetzt voll auszureizen auf 40. Hätte vermutlich sowieso nicht gereicht. Mittelhand taucht Gerang. Und mein Partner hat schon mal aufgepasst, was die Reizung angeht, öffnet Herz. Und ja, die Mutmaßung, wo ich selber 3 Herz habe, entweder mein Partner hat den Drilling oder der Alleinspieler hat den Drilling. Jetzt sehen wir hier erstmal, dass es die drei oberen Buben sind. Und Karo könnte die kurze Farbe sein. So, wo jetzt hier die Karo Dame kommt, schaue ich mir den Stich auch nochmal an. Wenn hier nicht der König kommt, dann wird wohl mein Partner gar keinen mehr haben. Dann wird es eine Viererlänge sein. Deswegen, wenn ich jetzt hier warte, hätte ich weniger bekommen. Also rausnehmen und zurückspielen, sodass ich meinem Partner hier die Möglichkeit gebe, sich schon in einer dunklen Farbe abzuschmeißen. Denn jetzt kenne ich schon 8 Karten vom Alleinspieler, 3 Buben, 4 mal Karo und das Herz Ass. Wir haben erst 24, müssten jetzt also in 2 Stichen gewinnen und das kann normalerweise nicht gehen, das sollte nicht funktionieren. Denn selbst wenn es jetzt die einfach bestellte Kreuz 10 etwa wäre, müsste mein Partner noch 2 Kreuz mithaben. Und wenn der Alleinspieler ein weiteres Kreuz hat, dann hätte er wohl die 10 gedrückt. So, nun spielt er hier ein bisschen fahrlässig noch den Buben. Das ist natürlich interessant. Das macht es für mich spannend, denn erstens sagt mir die Herzdame, dass kein Herz gedrückt ist. Andererseits hätte ich natürlich jetzt lieber Abwurf Kreuz gesehen und dass mein Partner nicht nochmal Kreuz abwirft, das kann eigentlich nur bedeuten, dass er selber in der einfach bestellten Kreuz 10 steht. Und die hätte er sich jetzt besser mal nach etwas Überlegen blank gestellt. Nur so hätten wir vielleicht noch eine Chance gehabt. Ich nehme deswegen raus. Theoretisch kann der Alleinspieler neben der Kreuzlusche natürlich auch noch eine Piklusche haben. Aber jetzt hätte mein Partner natürlich schon die Kreuz 10 da reintun müssen und in Pik auch alles, was er hat. Hat er nicht getan. Und wir sehen es hier, die Pik 10 war sowieso im Keller. Von daher war ein Sieg auch bei korrekter Vortragsweise nicht möglich. Aber so sind wir nicht mal in die Nähe gekommen. Zweites Spiel. Meine Mittelhandkarte natürlich wieder zu dürftig. Also heißt es aufpassen, was die beiden anderen reizen. Und zumindest ist ja schon mal eine so hohe Reizung, dass wir von einem Grang oder einem ohne Spiel ausgehen können. Vielleicht auch 0 Ouvert im Spiel, wobei ich das eher nicht glaube, wo ich selber 2 Siebener habe. Vorhand passt jetzt auf 46. Ja, was immer mir da sagen soll. Hat er viel Karo oder hat er gerade nicht viel Karo? Der Alleinspieler lässt sich jedenfalls aufgrund der Reizung vermutlich auch ohne Alternative nicht beeindrucken und spielt Grang. So, Pik Ass hat er schon mal, wahrscheinlich auch die Pik 10 nehme ich natürlich trotzdem raus. Wie jetzt weiter ist Pik wohl die Anzeige fürs Kreuz Ass? Ich kann es mir nicht vorstellen, dann hätte mein Partner vielleicht direkt selber das Kreuz Ass gespielt. Ich glaube eher, vielleicht hat er ein paar Karos, das wäre vielleicht die Chance, jetzt den Alleinspieler in Trumpf zu kürzen, so ist es auch. Und wenn ich jetzt etwa den zweiten Herz stechen kann, Herz 10, dann Karo rüber und alles bei meinem Partner, das ist eine geniale Idee. Allerdings leider zieht der Alleinspieler hier in der richtigen Reihenfolge die Vollen.
hat er schon 48 offen gespielt und zieht die Pik 10, damit 61. Ich muss alles bedienen. Das Spiel ist also gewonnen. Jetzt steche ich natürlich, sieht nicht so aus, als ob das Herz Ass auch noch beim Alleinspieler ist. Und wenn doch, dann wird es nicht kriegen. Dann könnte mein Partner jetzt ihr Herz abschmeißen und ich ihn in Karo rüberspielen. Sieht aber eher so aus, als ob mein Partner das Herz Ass noch hat. Aber was war das? Mein Partner hatte noch die Herz 10 und hat stattdessen die Karo 10 gewimmelt und dem Alleinspieler hier relativ fahrlässig den Schneider geschenkt. Na gut. Auch sowas kommt vor. Ich kann es zwar in dem Fall nicht so ganz verstehen, es war ja gar nicht so schwer. Da stellt er sich erst die Herz 10 blank und wimmelt dann die Karo 10. Tja, schon ungewöhnlicher Zug. Sei es drum, ich habe jetzt auch schon genug gesehen, um zumindest hier die volle Karte, naja, volle Karte ist vielleicht auch ein bisschen geprahlt. Vier volle, zwei hohle Asse und zwei Zehner, da reizt sich zumindest die Null mit. Und die Findung war natürlich jetzt grottenschlecht. Und wenn man dann so eine Baustelle hier in der Hand hat, höchstens vier Trümpfe ohne fünf mit zwei Seitenassen, dann geht es manchmal gar nicht anders. Dann muss der Rettungsanker die blanke 10 mal wieder herhalten. Und da kann sich natürlich auch in Karo was ganz Interessantes entwickeln, wenn da in der zweiten Karo-Runde vielleicht gewimmelt wird. Aber erstmal hängt das Spiel natürlich an ganz vielen Unsicherheitsfaktoren. Karo Aufschlag habe ich schon mal gern gesehen und dann, wenn man so ein Problem mit einer blanken 10 hat, oder besser gesagt, ein Spiel so vorträgt, dann bietet es sich an, ziemlich schnell mal die zweite Farbe zu zeigen, damit die Chancen einfach steigen, auch diese Kreuz 10 nach Hause zu bekommen. Denn es ist bei Farbspielen schließlich ziemlich selten, dass ein Spieler drei Farben im Blatt hat. Außerdem suggeriere ich damit noch so ein bisschen, dass sie in Karo einen schwachen Punkt von mir erwischt haben. Und das ist doch eine Traumkarte. Komm, jetzt hau das Kreuz Ass rein. Das wäre doch perfekt. Ich habe das Karo Ass rausgenommen, habe direkt panikmäßig das Herz Ass gezogen. Und was macht er denn? Er sticht mit der Pik Lusche. Natürlich steche ich über. Aber jetzt brauche ich die Kreuz 10 natürlich immer noch. Jetzt hat er null Augen da reingelegt. Die Herz 10 hätte ich gerne gesehen, das Kreuz Ass selbstverständlich hätte ich gern gesehen. Wie kommt er denn darauf, jetzt mit der Pik Lusche zu stechen? Ich hänge, glaube ich, hier kurz vor 50. Jetzt spiele ich Herz raus. Erstmal jetzt wenigstens meine ganz lange Farbe zeigen, damit ich noch eine Chance habe, irgendwie jetzt die Kreuz 10 doch noch zu bekommen. Und das, jawohl, da hat's geklappt. Mensch, Spieler 3, das hätte dir doch aufgehen müssen, so wie ich hier Trumpf gezogen habe, oder besser gesagt nicht gezogen habe, dass ich gar nicht so stark in Trumpf sein kann. Dann hättest du schon abzählen können, dass da noch ein Kreuz mit sein muss. Nun gut, Pik ohne 5, sehr, sehr glücklich, sehr, sehr schmeichelhaft gewonnen. Das sind aber auch in diesem Format auf nur 12 Spiele natürlich die Big Points, die einfach zu dir gehen müssen. Wenn du so eins verlierst, dann bist du natürlich raus. Und jetzt hier im Anschluss die Traumfinde. Ja, könnte das meine Liste werden? Den siebten Trumpf und das Herz Ass gefunden. Das ist jetzt natürlich ein Weltriesenkreuz. In Vorhand sicher auch ein Rang, in Hinterhand auf keinen Fall. Herz sitzt 2-2. Gut, dann gibt es noch einen Stich in Trumpf. Kann ich die Karte schon zeigen und ein schönes, fettes Schneiderspiel. Interessant, habe ich jetzt häufiger in der Liste drei Asse und einen Buben, aber mir wird 20 geboten und es ist dann doch wieder ein bisschen zu dünn mit den Bildern an der Seite. Herz, Lusche, Dame, Pik, Ass, Dame, Kreuz, Ass, König, keine 10 dabei. Aber fehlt mir dann doch die Fantasie. Gut, klar, Kreuz, Bube im Stock. Vierter Ass im Stock, unten Bube, das wäre natürlich schön, aber wie wahrscheinlich ist das bei der Reizung, wenn hier 20 geboten wird? Dann soll mal erstmal der Gegner auch sein Farbspiel gewinnen. Drei Asse und Pik Buben kann er jedenfalls schon mal nicht gefunden haben. Ja, der Aufschlag aber wieder glücklich für den Alleinspieler, ungewöhnlich von meinem Partner aus der Doppellusche aufzuspielen, aber er hat es getan. Spieler zieht Herz Ass. Also ich habe hier noch nicht das ganze Bild. Hat er die Pik 10 in der Hand? Hat er sie gedrückt? Wahrscheinlich eher gedrückt, sonst wird er doch nicht das Ass ziehen.
Caro, und dadurch ist mir auch zu früh. Ich teste jetzt nochmal, was in Herz los war. Okay, es war der Wunsch, hier die Trumpf 10 zu verstechen. Dann hat er aber noch mehr Karos in der Hand. Das sieht mir hier auch wie ein Trumpf-schwaches Spiel aus. Und dann denke ich doch mal, dass wir das auch gewinnen sollten. Karo Ass will ich noch machen, mit der Herz 10 natürlich. Schön von meinem Partner in Trumpf die Übergabe. Und da ist doch die Herz 10. Naja, das Spiel war ja nun eine Nummer zu schlecht. Ich glaube auch dann, so wie das jetzt saß, war es vielleicht ein bisschen zu offensichtlich mit dem Herz Ass, beziehungsweise es hat ja sogar hingehauen, es kam Herz hinterher, aber der Einstich in Herz hat dem Spieler noch gar nichts genützt, das hat einfach überhaupt nicht gereicht. Ja, und ich jetzt wieder Vorhand, das ist ja wie im ersten Spiel, wieder König zu dritten, roter Bube, drei hohle Asse. Natürlich bin ich wieder bereit, hier ein bisschen mitzugehen, aber Spieler 3 gibt nicht auf, hat wohl wieder das bessere Spiel, die besseren Argumente. Es ist ja doch ein Bubenspiel und letztendlich, nachdem es ja gar nicht so schlecht jetzt losgegangen ist, will ich hier das Risiko noch nicht bis zum Anschlag ausreizen. Herz ist Trumpf. Ich habe hier irgendwie so eine Idee, dass mein Partner vielleicht da mit den wenigen Trümpfen stechen kann. Das hat auch schon mal hingehauen. Jetzt genau, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn die Übergabe aufs Kreuz Ass klappt, dann haben wir den Spieler natürlich am Haken, aber er hat kein Kreuz und das ist bedauerlich. Denn sonst hätte ich die Karo Lusche natürlich sofort nachgebracht. Mein Partner sticht, wir kriegen wohl dann noch die Karo 10. Aber was ist denn das jetzt? Er sticht, er wird doch bei der Reizung die beiden Alten haben, geht aber erstmal über die Dörfer. Das kommt mir jetzt sehr, sehr spanisch vor. Also ein hohes Risiko, was Spieler 3 hier eingeht. Der muss doch die beiden oberen Buben haben. Ja, hat er auch. Mein Partner zeigt mir auch keinen Buben, aber ich gehe jetzt einfach davon aus, beziehungsweise es war mir jetzt schon fast Banane. Ich gehe davon aus, dass Karo Buben bei meinem Partner ist und das ist auch der Fall. Mit drei Buben hätte der Spieler doch vielleicht schon den Gang gespielt, aber auf jeden Fall wäre er über Trumpf gegangen. Auch so gewinnt er jetzt natürlich locker, nachdem die Geschichte in Karo nicht so glücklich für uns lief. Halbzeit haben wir geschafft. Spieler 3 und meine Wenigkeit liegen ganz gut im Rennen mit jeweils über 250 Punkten. Spieler 2 musste schon einen Rückschlag einstecken und kämpft ein bisschen, um den Anschluss zu finden. Jetzt mal ein Kreuz und das sieht man schon an diesem ersten Trumpfstich. Es muss ein Siebentrümpfer sein. Warum sonst sollte mein Partner den Pik Buben auf den Kreuzbuben legen? Er wird jetzt noch einen Trumpf vollen haben, den ich mit dem Herzbuben festhalten kann. Und dann kann ich natürlich auch schnell meinen vollen ziehen. Hoffentlich erstmal 21 treffen. Und wenn es jetzt noch zwei andere Fehlkarten gewesen wären, hätten wir vielleicht eine Chance gehabt. Karo Lusche Dame oder sowas. Oder Lusche 10 oder Dame 10. Aber es sind Herz König Dame. Und damit machen wir keinen weiteren Stich mehr. Sind gut aus dem Schneider. Und Spiel 8, das lacht mit 4 Buben. Ich habe zwar noch keinen vollen, aber ich komme bei 18 ran und dafür ist die Findung natürlich schon wieder ein Stück weit enttäuschend. 4 Asse und 3 Zehner sind draußen, dann spiele ich natürlich auf keinen Fall den Rang. Traue mich jetzt aber schon hier wegen den paar Punkten den Kreuz zu spielen, das etwas teurere Spiel und ich habe es auch schon auf Schneider gedrückt. Also im Liga oder so, im Punktspiel könnte man wohl gut auf die Idee kommen, hier den Pik König mitzudrücken, das Bild. Denn sonst auf 8, 9 König kann das Spiel natürlich mal auf 60 gehen, ohne einen einzigen Trumpfstich. So allerdings, nachdem ich jetzt hier eben ein Ass gewimmelt bekommen habe, ist das Spiel schon sicher gewonnen und es sieht auch aus, als ob das nur deswegen so gut klappt, weil alles ganz artig sitzt. Pik 2, 2, also Kreuz mit 4 Schneider und nun bin ich doch langsam in einem Bereich, wo es interessant wird. Jedes gute Spiel jetzt noch und dann hätte ich ein sehr vorzeigbares Ergebnis. 370 sind es schon, aber Spiel 9 geht erstmal an mir vorbei.
Spieler 3 hat erstmal groß den Schnabel aufgerissen, aber jetzt, was macht er gerade? Ist er sich einen Kaffee trinken holen gegangen? Wir wissen es nicht. Kein Lebenszeichen. Da, nun ist er wieder aufgewacht. Und sagt Rang an. Ja, mein Debatt ist natürlich ganz mies. Ich kann jetzt hier nur hoffen, wenigstens schon mal die Assfarbe von meinem Partner zu treffen. Da sehe ich die Chance besonders groß bei Kreuz, denn mein Partner hat auf 24 gepasst. Und das hat ja immerhin schon mal hingehauen. Stechfarbe gefunden. Auch wenn natürlich bei meinem Blatt die Chance nicht so besonders groß ist, die Hoffnung auch nicht. Nicht ein volles habe ich hier. Jetzt geht der Spieler allerdings über die Dörfer, das heißt, er wird nicht alle Buben haben. Mein Partner muss noch einen Buben haben, sonst würde der Spieler niemals riskieren, dass ich hier mit dem Karo Buben etwas steche. Also Kreuz oder Pik Bube bei meinem Partner. Vermutlich sogar Kreuz Bube. Und da ist es auch passiert. Herz 10 wurde abgestochen. Ich fürchte nur mal, dass der Alleinspieler schon ein bisschen viel liegen hat. Und jetzt kann er hier auch noch seine Pik Lusche loswerden. Ja, die vollen sollte mein Partner jetzt sicher auf den Tisch legen. Und zwar natürlich die richtigen, die der Spieler noch bedienen muss. Also Pik 10 wäre vielleicht, wenn er sie hat, eine bessere Karte gewesen als Kreuz König, wo ich schon den Pik König zugegeben habe. Gut, jetzt kann ich hier natürlich die Karo Luschen auch abschmeißen. Ja, was ist denn das jetzt hier wieder für ein Stich? Karo König 10. Ich hoffe doch nicht, dass mein Spieler sogar noch das Karo Ass hat und sich der Alleinspieler die 10 blank geschmissen hat. Aber so oder so, wenn der Spieler jetzt noch Karo Ass und Pik Buben hat, warum kam dann nicht mal die Pik 10? Oder da die Pik Lusche? Ja. Großer deutscher Skat, aber wir sind immerhin rausgekommen und gewinnen konnten wir auch nicht. Der Spieler hat jetzt 81. Gut, ein volles hätten wir natürlich mehr bekommen können. Das Karo Ass hätte er nicht haben müssen. 10. Spiel. Ich habe so ein bisschen was und ich knete es jetzt auch. Ich muss doch mal versuchen, ob ich aus der Liste noch was wirklich Schönes machen kann. Dazu brauche ich das Spiel und ich reiz jetzt hier über 33 rüber, will mir kein Pik ohne 2 anschauen. Stattdessen hoffe ich, wenn ich reingekommen wäre, was nicht der Fall ist, dass ich ein Kreuz finde, dann hätte ich einen Fünftrümpfer mit Karo Ass 10 Lusche. Natürlich noch lieber Buben und Asse, die nimmt man auch immer. Aber ich kam nicht ran und Pik wird gespielt. Ja, wenig Chancen würde ich mal sagen. Trumpf steht ganz glatt. Karo wurde gestochen. Es sieht hier wie aus wie ein Sechstrümpfer, wo der Herzbube fällt. Ich weiß natürlich auch gar nicht, ja, wie soll denn die Beikarte aussehen, dass wir jetzt das Spiel irgendwie gewinnen können. Jedenfalls öffne ich erstmal für meinen Partner einen vollen, dass er schnippeln kann oder rausnehmen kann, wie er meint. Er nimmt raus und wechselt auf Herz. Tja, dann, und jetzt noch der Schnitt vom Alleinspieler, dann werden wir hier wohl nichts bestellen. Karo Lusche, na gut, also. Wirklich gut zusammengespielt mit mir hat mein Partner nicht. Jetzt fliegt hier noch die Herzlusche weg. Auch der Alleinspieler hatte jetzt eine Schneiderchance, wenn er sticht, konnte sich wohl aber auch nicht vorstellen, dass Herz tatsächlich jetzt 2-2 stand, dass die 10 einfach so kaputt gespielt wurde. War aber der Fall, wie wir hier sehen. Also mit letzter Kraft aus dem Schneider rausgekrabbelt. Und das muss doch hier jetzt hier mein Entscheidungsspiel sein in dieser Liste. Geht es nach oben oder geht es nach unten? Ass 10 Lusche, Ass Lusche, nochmal 4 Trumpf. Diesmal habe ich mir vorgenommen, das Ding bis 36 hochzupeitschen. Den Kreuz werde ich jetzt ausreizen. 20 geboten. Ich komme für 20 ran und finde zweimal Schrott, zwei rote Luschen in zwei Farben. Und das Spiel sieht ja schon von sich aus überhaupt nicht besonders schön aus. Mir fehlt auch die Fantasie, hier irgendwas anderes als ein Herz zu erkennen. Der Viertrümpfer Kreuz kann irgendwie auch nicht gehen, dafür habe ich ein Herz zu viel. Und jetzt ist ja nur noch da diese unangenehme 20er-Reizung. Also wenn ich die ernst nehme, dann und da 4, 5 Trumpf stehen, wahrscheinlich 5, dann kann ich natürlich einen Blumentopf gewinnen. Insofern hier trotzdem mein Versuch, erstmal in den Schnitt. Der König kommt ja häufig aus König 10.
Zumindest selten blank und wenn, dann habe ich eh keine Chance. Also gleich mal schnibbeln und gucken, ob hier ein paar extra Augen zu holen sind. Das kann natürlich auch die Viererlänge sein. Aber nein, das hat schon mal hingehauen. Also Pik 10 schon mal mit rausgeangelt, 21 Augen. Ja, trotzdem, wenn es ein gereiztes Herz ist, dann sehe ich schwarz, aber es nützt ja nichts. Ich werde es hier ausprobieren. Und der Pik Bube kam dermaßen schnell, der muss blank gewesen sein. Und jetzt steht auch noch Kreuz zu viert vor mir. Aber wie kam denn Spieler 3 jetzt plötzlich dermaßen schnell auf das Kreuz Ass? Hat nur den einen Trumpf und dann haut er aus seinem Viererzug das Ass auf den Tisch. Das ist ja auch schon ganz interessant, wollen wir mal so sagen. Konnte ich nicht gewinnen, ich schmeiße jetzt hier gleich weg. Das Spiel ist ja nicht zu retten im Leben, nicht gegen 5 Trümpfe und Farbe frei. Also von daher bin ich jetzt ausgeschieden, wenn man so will, zumindest aus dem Rennen ums Preisgeld. Jetzt geht es langsam hier um meine kleine Tischwette, wo ich ja hinten liege gegen Spieler 3 und noch knapp vor Spieler 2. Aber Spieler 2 geht jetzt auch noch mal aufs Gas, reizt mich mir wieder 30 und ja, mein ganz großer Angriffswille, der ist jetzt auch erlahmt, wo es ja hier nicht mehr um allzu viel geht, wo ich es zumindest nicht beeinflussen kann. Dann lassen wir ihn noch mal spielen. Er macht es natürlich richtig, er oder sie tauft den Kreuz, habe ich kaum Trumpf dagegen. Schnitt mit Herz König gelingt auch, also ein Spiel, was hier nochmal wie auf Schienen läuft. Gut, Schneider frei, das ist jetzt hier das Ziel. Wenn das Herz Ass noch beim Spieler ist, dann könnten wir da noch einen Stich machen. Nein, wir machen noch einen Stich im Pik. Aber der reicht uns natürlich nicht zum Sieg. Und das bedeutet, liebe Leute, es hat mal wieder eingeschlagen. Ich muss in den Klingelbeutel greifen. Ich muss auszahlen. Zweimal gratulieren, Spieler 2 und 3. Ihr wart mir heute über. Das war mehr als ich konnte. Mit 266 habe ich den Tisch verloren. Also Gratulation und ich hoffe, dass wir uns demnächst beim Skat wiedersehen. Bis dahin, wie immer, gut bleibt.